Hier müsste ja alles tot sein, oder? Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Ach, wie schön. Habe ich jetzt geworfen? Habe ich nicht geworfen? Doch, ich habe geworfen. Hallo? Jetzt aber. Ernsthaft, die haben meinen Geräuschmacher unterschlagen. So, jetzt muss ich ganz schnell neu machen. Noch einmachen? Nein. So. Flammenwerfer. Nehmen wir mal. Eben kurz rüber lünkern. Nein! Das sind keine Freunde. Wenn ich eins gelernt habe, dann Taschenlampe aus. Dass es hier auf der Station keine Freunde gibt. Er ist unten und ich habe gerade den Elefanten gehört. Hörst du die Waldfee? Nein, sind keine Freunde, die ballern immer auf mich. Will der mich verarschen? Der Mensch steht da immer noch. Scheiße! Mann! Ja, Böschi, du stehst hier ja auch nicht. Ich würde dich jetzt auch dem Alien nicht zum Fraß vorwerfen. Ich habe eigentlich gehofft, nie wieder hier durch zu müssen. Sag mal, so langsam wird es hier aber blöde. Den aber nicht sagen. Ich traue dir nicht mehr. Geben Sie sich zum Server-Hub. Ja, das weiß ich doch. Es kommt jetzt schon hin. Was? Jetzt ist die Musik so laut, jetzt höre ich nichts. Boah, der läuft wie ein Elefant im Porzellanladen, ich schwöre. Hoffe ich, dass der Sack mich hier mal ein bisschen laufen lässt. Da ist wieder diese komische Tür, die mich so veräppelt hat. Ging auf, ging zu und hat mich einfach nicht durchgelassen. Boah, der ist hier schon wieder am Laufen. Der ist über mir. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier so gut stehe. Mann, 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 Mann. Ist immer noch hier in der Nähe. Ich muss echt aufpassen jetzt mit dem... Mit dem Motion Tracker.
Boah, ich habe es auf Albtraum angefangen. Ganz großkotzig. Und genau hier bin ich kläglichst gescheitert. Und dann habe ich auch leicht angefangen. Yes. Ach du Scheiße, da kann er mich ja sehen. Wieso habe ich mehrere Signale? Lebt da doch noch einer? Ich bin schon wieder so fertig und ich habe mir diesmal keinen Wein hingestellt. Wenn er da runterkommt, landet der doch oben auf der Balustrade, oder? Oh, geht der mir gerade auf den Senkel? Zwei Signale. Ich habe keine Zeit, mit dir zu kuscheln. Ich bin mal kurz weg. Tschüssi. Wie, was? Du hast Albtraummodus ohne zu sterben geschafft? Nach knapp 10 Versuchen. Das heißt, in den Versuchen vorher bist du aber das eine oder andere Mal gestorben. So. Wieder schön. Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Mein Freund, ich bin doch gerade erst angekommen. Geh mir nicht auf den Senkel. Sonst fahre ich mit dem Aufzug wieder runter. Wind? Kein Wind? Ich bin hier falsch, kann das sein? Ja, Gaming, wenn du es noch nicht gespielt hast, dann kannst du ja auch nicht gestorben sein. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Ich bin hier. So, Stockwerk wechseln geht mit R. What? Ich bin gerade etwas überfordert. Muss ich jetzt hier raus oder nicht? Nein. Hätte ich den Aufzug gar nicht nehmen sollen, wa? Was? Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Für nichts und wieder nichts. Das ist furchtbar, dieses Spiel. Du cheatest ja. Ja. Hallo. Ey, wehe, der schießt jetzt auf mich. Hallo, Freund. Du hast gesagt, das sind Freunde. Hallo, Freund. Hallo, Freund. Sei leise. Sonst muss ich dich töten. Oder das macht schon jemand anders. Ich habe eine Idee, wo ich hin müsste. Hi. Bleib schön da hocken. Ist er jetzt weggerannt? Da hinten ist eine Tür. Ist das der Typ oder ist das jetzt das Alien? Ist da ein Event über mir? Nein. Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, wenn ein Event. Ja, Bischi, aber es macht gerade gar keinen Spaß, das zu spielen. Das ist gerade sehr anstrengend. Weil es. Nervt mich gerade tierisch ab, dass ich nicht weiß, was ist der Typ und was ist jetzt das Alien. Ja, du hast recht. Ich kann es ja zugeben. Pedig. Ich kann es ja zugeben, du hattest recht. Das aus dem Mund einer Frau. Ich weiß, dass ich zum Server hab soll. Spiel nervt mich nicht. Wieso haut das Alien denn jetzt hier überhaupt nicht mehr ab? Nein, ich hat nicht überlegt, da hinten durch die Tür zu gehen. Ich sehe ja, dass die rot blinkt. Sondern durch den Vent. Dahinter war ja auch eine Tür, durch die wir nicht konnten.
ob ich da vielleicht jetzt mit meinem verbesserten Hacker durchkomme. Da oben sind kleine Signale. Das sind Menschen, oder? Jetzt kommt er hier hin. Ach man, du bist so ein Sarg. Ich wollte doch jetzt gerade total mutig nach oben. Der ist gemein. Ich wusste schon immer, das Alien ist böse. Ach komm, ich trau mich jetzt einfach mal. So, du bist ein Mensch. Und ich versuche mal im Vent mein Glück. Oh, hier liegt ein Toter. Ein gelooteter Toter. So, weil hier auf der anderen Seite, hier plumpst man ja so ein bisschen runter. Genau. Hier war ja, seht ihr, auch eine Tür. Und ich habe die Hoffnung, dass ich da vielleicht durchkomme. Ach, leck mich doch an den Socken. Verdammt. Okay. Bin ich hier eigentlich sicher? Oh, da liegt was. Sehr gut. Sehr gut. Ist very gut. Nein, Böschi, Alien wird nicht geknuddelt. Alien hat ganz viele Bakterien und Viren und Mikroben und. Böse Sachen. Die keiner haben will. Boah, hoffentlich holt er mich jetzt hier nicht weg. Ganz ehrlich, der ist so laut. Normalerweise dürfte der gar nichts anderes mehr hören. So, an dem Umverteiler war ich ja schon mal. Komme ich hier wirklich nicht durch? Nein. Aber die Richtung stimmt. So, seid lieb. Wobei, eigentlich ist ja jetzt der Plural. Ach. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Da war ich doch schon mal. Hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Na toll. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Pedig, Pedig, Pedig. Du bist das Paradebeispiel eines Mannes. Ich kenne keinen Mann. Und ich möchte hier keinem Mann zu nahe treten, aber ich kenne echt keinen Mann und keinen jungen Mann auch nicht. Der Medikamente wirklich ganz konsequent einnimmt. Immer dieses, habe ich schon? Och ne, brauche ich nicht. Mein Freund, lass mich bloß in Ruhe. Und hier habe ich mich schon mal erschrocken wie Sau. Ich müsste also geradeaus runter. Aber ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal irgendwo hier hin. Hier guckt er bestimmt nicht nach. Dann kann ich einmal schauen, was ihr schreibt. So. Böschi, natürlich knuddel ich auch Zuschauer. Fühl dich einfach mal geknuddelt. Und Pedi knuddelt ich gleich direkt mit. Und Gaming Ninja knuddel ich dann auch. So, jetzt habe ich euch alle geknuddelt. Habt ihr jetzt davon. Haha. Gaming Ninjas? Dann bist du eine löbliche Ausnahme. Hast du eine Lungenentzündung, Pedig? Ernsthaft? Oder war das jetzt nur ein Beispiel? Ihr seid geknuddelt, jawohl. Fühlt euch offiziell geknuddelt. So, hey. Ich wollte gerade sagen, hey, ist hier voll mal Ruhe? Und dann, meh. Ist der auf der anderen Seite? Kann er hier rauskommen? Ja, ich weiß, ich soll zum Server hab. Da ist ein Wind. Der wird doch da nicht rauskommen wollen. Der, wie der immer über mir hängt, wie so eine Spinne im Netz. Ich will nicht zum Wind rüber.
Ach, du holst die nie ab. Gaming Ninjas, ich muss jetzt meinen Salut wieder zurücknehmen. Das geht gar nicht. Mann, wie kann man denn so mit seiner Gesundheit spielen? Pedik, hast du schon mal überlegt, Akupunktur machen zu lassen? Freundchen, wenn du da jetzt runterkommst, ich schwöre dir. Ich weiß zwar nicht, was ich dir schwöre, aber ich schwöre es dir. Boah, das ist so ein... Denk genau über mir. Bitte komm nicht runter. Bitte sei lieb. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Komm nicht runter. Das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Ach, hier sind wir. Tür verschlossen. Dammit. Geh weg. Kein Gesapper. Ich soll da hinten hin. Ich ärgere mich jetzt gerade. Der zeigt zur Tür, aber ich komme nicht durch die Tür. Freundchen. Geh mir nicht auf den Keks. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Schön auf Sabber achten. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Hier ist ein Speicherpunkt. Grußfarbe. Wenn ich den hab, dann bin ich erstmal selig. Ja. Den kann ich nicht mal lesen. Ja. Ja gut. Sag doch nicht, Schäle, kommt zu mir. Der kommt jetzt bestimmt von hinten wieder. Also erscheint und macht mich fertig von hinten. So, Enter. Türkontrolle. Öffnen. So, und jetzt verstecke ich mich erstmal. Hallo, ich will mich verstecken. Wieso darf ich mich hier verstecken? Ich halt im Schrank. Weil ich warte jetzt nämlich darauf, dass ich nochmal speichern kann. Was würde ich nicht ohne meine Zuschauer machen? Ihr treuen Seelen. Das immer bei mir. Ich benutze, glaube ich, das falsche Parfum. Kann das sein? Also ehrlich, ein lästiges Geschwür. So, jetzt mal übertrinken. Ach nö. Bitte nicht. Hiwis. Also, wenn es etwas gibt, was ich noch mehr hasse als das Alien, dann sind das Hiwis. Furchtbar. Na, komm. Der kann ja nicht allzu weit entfernt sein. Als stünde der hier um die Ecke. Komm, ich hab doch gespeichert. Hallo? Da steht der. Ich hätte jetzt so gerne EMP-Minen. Ich will nur mal auschecken, ob er rote Augen hat. Augen voll mit die Liebe für mich. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Nein! Will ich nicht! Wie, Ripley ist zu fett? Nein, der Hiwi ist nicht nett, der Hiwi ist doof. Alle Hiwis sind doof, haben Mädchennamen und doofe Ohren. Kann ich denn mit dem reden? Zu lachen bedeutet... ja. Zu lachen bedeutet... ja. Oh, guck mal, eine Gitarre ist ja cool. Und Taschenlampenbatterien. Ist noch viel cooler. Ende. Na du? Hallo, Karte. Guten Tag. Ich bin der Alien Express. Ich sammle eure Ressourcen ein von euren Leichen, weißt du?
Dann sind sie nicht umsonst gestorben. Hier ist nichts. Oh, da war was. Ach so. Vielleicht sollte man einfach mal aufrecht gehen. Weil das geht ja so ein bisschen in den Rücken, ne?